Howdy Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video, ihr seht es, zu Red Dead Redemption 2. Und manchmal ist es so, man möchte hier gerade etwas anmoderieren und was passiert? Irgendetwas mittendrin. So, jetzt habe ich aus Versehen die Waffe gezogen. Ich würde jetzt hier gerne helfen. Na da, Baum anheben. Ja, eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video bringen. Und zwar geht es da um eine Mission. So eine kleine geheime Versteckte. Denn auch in Strawberry, da gibt es wieder mal einen Ladenbesitzer, der, ja, nicht so ganz koschere Sachen macht. Und da können wir wieder ein bisschen was abstauben. Diesmal zwar keine schicke Waffe, aber wir können ein bisschen Geld für uns erbeuten und ein bisschen Items. Und wie wir das Ganze bekommen, das zeige ich euch in diesem Video. Eigentlich war ich, wie gesagt, jetzt gerade hier auf dem Weg nach Strawberry. Und da passierte das und das macht dieses Spiel so interessant. So, hier ist Strawberry, dahin begebe ich mich und wenn ich denn da bin, dann sehen wir uns wieder. Ich sag Intro ab und dann viel Spaß. Wir sind in Strawberry angekommen und wie eingangs schon erwähnt, können wir hier wieder Zeuge werden eines, naja, nicht ganz so legalen Unternehmens. Und diesmal betrifft es hier den Gemischtwarenhändler, den General Store. Und dazu müssen wir vorher ein bisschen schnüffeln. Und zwar können wir uns hier unten runter begeben unter diesen Balustrade. Und ihr seht es hier unten, da ist das Kellerfenster mit Dreieck oder halt eben auf der Xbox Y. Können wir hier hineingucken. Und was sehen wir da? Eine kleine Schwarzbrennerei. Oben erscheint jetzt unser Hinweis. Du hast im Laden ein geheimes Geschäft entdeckt. Du kannst es jetzt ausrauben. Wie gesagt, eine Waffe ist jetzt hier nicht zu finden. Aber wir können ein bisschen Geld machen. Und das ist schön. Denn Geld ist ja bekanntlich etwas knapp. Hello. Wir begeben uns also hinein in den Laden und unterhalten uns mal mit dem Ladenbesitzer. Dazu ziehen wir unsere Waffe. What did I do? Put that down. Not so fast. Basement. I want to see what you got cooking down there. That ain't nothing. Just a little batch of white lightning to warm the old bones. Take me down there. Ja, wir lassen uns natürlich nicht einschüchtern und beharren darauf, dass wir in den Keller dürfen. It's down this way. Like I say, nothing to see really, just a... So, wir wissen ja, was da ist. Und wir können dann sogar die Kasse ausrauben. Und das ist wirklich gut. Denn so kommen wir auch ein bisschen an Geld. Und das Schöne ist, ihr werdet es jetzt sehen, während wir hier so schön die Kasse ausrauben. 21 Dollar waren bei mir drin. Aber es hat keiner gesehen. Hey now, that's close enough. Show me where the money is. I ain't gonna ask you twice. Okay, okay. Don't point that at me. There's a loose brick in the wall by the still. Well, please stay back. So, ihr habt's gehört, was er gesagt hat. Wir haben hier hinten einen losen Ziegel in der Wand. Dann werden wir das ganze Ding noch mal untersuchen. Wir können hier natürlich noch so einiges mitnehmen, was so in den Regalen ist. Und dann finden wir hier das geheime Versteck. Und das ist wirklich richtig gut, nicht zu sehen. Und dort finden wir nochmal 50
$1. Klar, dass sich da der Gemischtwarenhändler aufregt, aber das kann uns dementsprechend egal sein. Wer will, kann den Herrn hier denn auch noch fesseln, damit da nicht irgendwie was hinterher passiert. Gut, hat jetzt hier irgendwie nicht funktioniert. Oh, real. Und wir sind um knappe $80 reicher. Wie gesagt, hier noch ein paar Items mitnehmen. Kentucky Bourbon können wir alles gut gebrauchen. Gin und so weiter. Ja, das war's von diesem Video aus Strawberry. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und haut mal in die Kommentare, ob ihr noch weitere Videos haben wollt. Premium-Zigaretten mitnehmen ist immer gut. Dafür gibt es nämlich Zigarettenbilder. Und wenn es keiner mitkriegt, dann brauchen wir auch nicht zu befürchten, dass uns hier Gesetzeshüter auf die Schliche kommen. Ich mache mich dann von dann. Hier gibt es für mich nichts mehr zu tun in Strawberry. Und bevor jetzt hier wirklich dann noch Stress ausbricht, reite ich lieber weg zum Trapper, bring mein Fell hin und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Hier links könnt ihr abonnieren. Auf der rechten Seite geht es zur Rainer Rafnix Band und in der Mitte seht ihr wie immer ein anderes Video. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.